ein natürlicher Duft. Alles frei, oder? Das Auto kommt dann. Rechts abbiegen. Das chinesische Schiff. Ja, moin, schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind auf dem Rückweg von Danzig aus an der Ostsee in einem kleinen Fischerort angekommen. Ja, wie dieser Ort hier heißt, das kann ich dir auf Polnisch nicht sagen. Auf Deutsch heißt dieser Ort Deep, D-E-E-P geschrieben. Ob's Deep oder Deep ausgesprochen wird, kann ich auch nicht sagen. Keine Ahnung. Wie der Ort auf Polnisch geschrieben wird, das kannst du unten in der unteren Leiste jetzt lesen. Ja, was es hier so alles gibt, wie schön das hier in diesem Ort ist und wie schön auch der Strand hier ist, das kannst du alles in diesem kleinen Video sehen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen. Direkt an der Ostseeküste gelegen ist dieser kleine Ort Deep zwischen Swinemünde und Kolberg ungefähr, kann man sagen. Der Stellplatz liegt an der Mole und um in den Ort zu gelangen, hast du einen ungefähr 700 Meter langen Weg zurückzulegen. Es geht über diese kleine Brücke wieder zurück in das Städtchen. Ja, die polnische Polizei, die fährt etwas schneller als die Polizisten in Berlin mit ihren Opel Kadett. Dieser kleine Ort ist immer noch ein Fischerdorf und ein Urlaubsort für hauptsächlich polnische Touristen. Hier kann man noch richtig frischen Fisch kaufen. Sieht hier fast aus wie in jedem beliebigen Urlaubsort. Hier gibt es Kohlsuppe, hier sogar auf Deutsch alles. Guck dir das an. Teller hast. Was hast du denn da? Pommes mit Salat und Hühnerbrust in Champignon-Sahnesoße. Ich habe heute natürlich auch Salat dabei, ein Schnitzel mit Spiegelei und Pommes. Ja, da drüben ist der Wohnmobilstellplatz. Kann es eine schönere Aussicht geben als diese hier aus dem Wohnmobil direkt auf die Hafeneinfahrt und den Anfang des Hafens von diesem kleinen Fischerort? Morgens kommt dann eines der Fischerboote, die nachts zum Fangen auf der Ostsee waren, in den kleinen Hafen getuckert. Frischen Fisch haben sie dabei und den kannst du dann später direkt im Hafen vom Kutter günstig kaufen. Ja, wir sind dann morgens
zum Frühstück in die Bar gegangen, in der wir auch abends schon unser Essen hatten. Rührei gibt's oder Spiegelei mit Brötchen und Butter und Kaffee dazu. Ja, und hier dann an der Mole, dort zum Beispiel bei diesen Fischern, kannst du dann den ganz frischen Fisch kaufen. Die Fische werden hier ausgenommen und kommen dann in die Tüte. Ja, der Blick dann noch einmal von dieser Mole rüber auf den Ort. Und besonders im Sommer ist es natürlich wichtig, einen schönen Strand genießen zu können. Hier hast du es vom Wohnmobil aus circa 100 Meter weit, dann bist du am Strand am Ufer der Ostsee. Am Nachmittag läuft dann das Piratenschiff mit den ganzen Urlaubspiraten an Bord in den sicheren Hafen wieder ein. Ja, das war der kleine Bericht über diesen Stellplatz hier an der Ostseeküste in dem kleinen Fischerdorf mit dem unaussprechlichen Namen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Natürlich wäre es auch schön, würdest du meinen Kanal abonnieren, denn dann wirst du mal sofort informiert, wenn es ein neues Video von mir gibt. Ja, und bis dahin sage ich Tschüss und Ciao, Ciao. Links abbiegen auf Wolschka-Polskigo.